diese Aussicht an. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich befinde mich gerade auf dem Weg nach Westport. Das liegt an der Westküste der Südinsel. Wir haben hier sogar eine kleine Karte, habe ich vorbereitet. Und hier sieht man mal, wo ungefähr wir uns befinden. Also das hier oben ist die Südinsel und dementsprechend hier im Westen, das ist Westport. Da will ich gleich hinfahren. Ich befinde mich hier gerade auf dem Weg dorthin. Hab hier an dieser Stelle angehalten, um es euch einmal zu zeigen, wie schön hier eigentlich Neuseeland ist. Aber ich hoffe, gleich werde ich nochmal kiten gehen. Der Wind sieht richtig gut aus für heute Nachmittag. Und ja, ich würde sagen, wir fahren einfach gleich mal hin. Ich nehme euch mit auf der Fahrt und wir sehen uns gleich hoffentlich in Westport am Strand wieder. So, ich war gerade schon in Westport, das ist hier so eine kleine Stadt und ich bin einfach mal weitergefahren an den Strand, weil es sieht ein bisschen nach Wind aus. Das Problem hier ist leider, in der Gegend hier ist einfach nicht wirklich was los, also die hat kaum Einwohner, viele Schafe, wenig Menschen und dadurch findet man hier einfach super wenig Informationen über irgendwie, wo man hier kiten könnte, was für Wind es wäre, was für Bedingungen oder sowas. Aber gut, macht nichts, ich mache das Beste draus und werde, denke ich mal, gleich rausgehen. So, ich habe mich jetzt hier einmal unter mein Kite gesetzt, weil es sonst, glaube ich, viel zu windig wäre. Ich habe jetzt einmal meinen 9er Kite aufgebaut, denn heute möchte ich was Besonderes üben, und zwar Kite Loops. Das habe ich auf Mauritius schon ein paar Mal geübt, weil mein guter Freund Alan es mir damals gezeigt hat. Und ich habe sogar Videos davon, wie das bei ihm aussah. Die zeige ich euch jetzt einmal. Und ihr seht, bei einem Kite Loop ist es so, dass man nicht wie bei einem normalen Sprung den Kite einfach ganz oben im Zenit lässt. Oh Gott, jetzt kommt der Kite. Sondern, dass man den Kite nach dem Absprung einmal 360 Grad um sich herum rotieren lässt. Dadurch kriegt man eben keinen Zug nach oben mehr, sondern nach vorne. Und das ist natürlich ein wenig aggressiver, was natürlich den Reiz ausmacht. Und das Ding ist dann wieder vom Kite gefangen werden, indem man erst gezogen wird und dann runterpendelt. Und das möchte ich heute ausprobieren. Das kann ein paar Crashes geben, das werdet ihr sehen wahrscheinlich. Aber ich hoffe, heute werde ich davon ein paar stehen. Also bis gleich auf dem Wasser und hoffentlich sehen wir ein paar Kite Loops von mir. Mittlerweile wieder auf der Straße, denn ich habe alle Sachen schon zusammengepackt. Jetzt am Ende ist meine GoPro einfach alle gegangen, dadurch konnte ich dann nichts mehr wirklich filmen. Naja, ja, da waren aber schon ein paar coole Kite Loops, glaube ich, dabei. Ihr werdet es dann gesehen haben im Video. Ich weiß noch nicht, wie das ausgesehen hat auf Video. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt ein bisschen was Neues gelernt, vielleicht sogar. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.